Hallo miteinander, willkommen zurück zu einem Video meiner Reihe Revisited, wo ich Spiele, die ich in einem längeren Video schon mal richtig besprochen habe, einfach mal wieder gespielt habe, weil vielleicht gibt es was Neues, neue Erkenntnisse, Stimmungsschwankungen, eine Erweiterung, was weiß ich. Wir haben gestern Abend einfach mal wieder die Ancient World Second Edition gespielt, hier zu viert. Ancient World gibt es im Deutschen auch, aber die erste Edition, und dort heißt das Spiel... Die vergessenen Reiche, ja genau, so heißt es da. Und das ist ein rein Low-Card-Spiel oder rein Locket-Spiel. Den Kerl kennt man ja hauptsächlich mittlerweile durch Sleeping Gods oder Schlafende Götter, ja. Ich kenne ihn hauptsächlich von meinem Lieblingsspiel von ihm, Empires of the Void 2. Oder man kennt ihn halt von oben und unten, nah und fern, vorne und hinten, rein und raus. Und neben dem anderen Spiel, das ich von ihm auch sehr gerne habe, weil nah und fern und oben und unten und nah und fern und sowas, Sleeping Gods sind ja solche Erzählspiele, solche ewig langen Dinger, die viele, viele Stunden dauern oder viele Tage dauern mit Unterbrechungen und sowas. Aber Rhein-Lokat hat halt auch eine Reihe von Spielen, die einfach ganz klassische, voll abendfüllende Spiele sind, ja, 2 bis 3 Stunden oder so. Und da gehört halt die Ancient World Second Edition oder Islebound, genau, oder sowas dazu halt, oder oben und unten von mir aus auch. Wir haben hier halt den klassischen reinen Low-Card-Stil, der malt ja seine Bilder immer selber und der benutzt ja wunderschöne, so pastellige Farben, immer so warm, türkis und sowas. Und er hat das Spiel Ancient Worlds First Edition hat er halt nochmal angegangen, weil er war wohl nicht so mit zufrieden, ich auch nicht so, weil Vergessenen Reiche heißt, glaube ich. Das war einfach grafisch ein bisschen rauer und spielmechanisch nicht so ganz durchdacht. Und da ist vor ein paar Jährchen die zweite Edition rausgekommen mit Premium-Spielmaterial, Ambrosia, Metallmünzen und aufgefrischten Farben und ein bisschen andere Mechanik. Und ich habe dieses Spiel sehr, sehr gern, einfach weil einfach eine Augenweide ist und es ist angenehm zum Spielen. Die Story ist im Prinzip die, wir sind solche Völker, die auf einer Erde leben, die immer wieder von großen Titanen heimgesucht wird. Sei es irgendwelche großen, stampfenden Steinstatuen oder Drachen oder Elefantenmonster oder Riesenschildkröten oder sowas. So Shadow of the Colossus mäßig, wenn man so auf der PlayStation-Schiene so unterwegs ist. Und wir fügen uns zu Stadtstaaten zusammen und sagen, jetzt ist genug. Ja. Wir werden uns diesen Titanen wehrhaft werden und dann baut man praktisch so eine Zivilisation, ein Imperium auf, das dann stark genug ist, sich diesen Titanen entgegenzustellen. Und das macht man im Prinzip ganz klassisch durch Worker Placement. Wir haben hier verschiedene Felder, wo man Gebäude baut. Diese Gebäude bringen Fähigkeiten. Wir können Armeen rekrutieren mit verschiedenen Angriffswerten, Nachwuchs machen, Geld verdienen, Forschung betreiben sozusagen. Ja. Das macht man im Prinzip, um genug Ressourcen zu haben, um am Ende der Runde immer dem einen Titan, der die eigene Siedlung bedroht, irgendwie habhaft zu werden, indem man ihn mit Ambrosia praktisch stillsetzt mal eine Runde und ruhen lässt. Oder man hat Armeen, die man bezahlt, damit sie angreifen und vielleicht den Wert, den Hitpoint-Wert erreichen und den Titan dann besiegt. Und das macht Belohnungen und vor allem macht es Banner, verschiedene Banner in verschiedenen Farben, und das ist dann ein Set-Collection-Spiel in der Hinsicht. Ja. Wir sammeln Banner, 6 blaue Banner, gibt am Ende vom Spiel 22 Siegpunkte, habe ich 5 grüne Banner, kriege ich 16 Siegpunkte und so. Und so wähle ich mir meine Monster so aus, die ich so besiege, muss aber immer darauf achten, dass mein Heimatdorf dabei nicht zertrampelt wird. Und natürlich diese Armeen, die ich dafür brauche zum Kämpfen, die werden gierig. Ja? Ich bezahle die mit einem Geld, damit die angreifen. Das merken die sich aber. Nächstes Mal, wenn ich sie haben will, kostet es 1 Geld Grundgebühr plus das eine Geld von vorhin. Und so weiter, sodass da irgendwann mal vielleicht 6 Münzen drauf liegen und das Aktivieren dieser Armee würde 7 Münzen kosten dann zukünftig. Und dann sagt man, boah, ihr spinnt wohl, ich schicke euch in den Ruhestand. Dann werden die auf 0 gesetzt und es kommt eine neue Truppe rein, die praktisch die Fähigkeiten der Alten ein bisschen mitnimmt. Und so hat man so eine Art Deckbuilding oder halt eine Engine, die man im Prinzip hier zum Laufen bringt, indem man halt weitere neue Gebäude, bessere Truppen und sowas herschafft, das alles dann ineinander greift und man möglichst die besten Sets hier zusammensammelt. Das Ganze ist recht überschaubar, weil das spielt sich nur über 6 Runden und ist realistisch gesehen mit 4 Spielern in 2 Stunden durch. Ja, haben wir gestern auch so gebraucht. 2 ein bisschen länger mit erklären halt. Und
Gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Stimmung, also es kam gut an, hat jedem gefallen. Es hat halt immer diesen, es gibt ja so Spiele, die sind einfach grundsätzlich, die sind voll in Ordnung, die sind voll gut, jeder hat Spaß, alles in Ordnung. Aber es fehlt halt dieses eine Quäntchen, wo die Leute sagen, Mann, das war der Hammer, das müssen wir jetzt gleich nochmal spielen. Solche Spiele gibt es bei mir eh nicht, also nochmal was gespielt am Abend wird dann eh nicht, also vor allem nehmen wir das gleiche Spiel. Ne? Und das hier ist halt ein Spiel, wenn man das gespielt hat, ist dann auch mal wieder eine Weile gut, weil anstrengend ist es schon durch das Bauen und nachher dann enttäuscht sein, wenn man nicht gewinnt. Aber wenn man es dann wieder rausholt und diese Farbenfrohheit und diese relativ eingängigen Regeln und alles macht Sinn und es ist einfach schön, man sieht, wie sein Imperium wächst, immer mehr Gebäude, die man erst freischalten muss, dass man Platz hat und Nachwuchs bekommt, dann hat man hier ständig auch interessante Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn ich das eine nicht machen kann, weil ich nicht genug Geld habe, dann mache ich halt das andere zuerst und plane für den nächsten Zug. Ich kann mir auch schon mal Gebäude aus dem Stapel hier anschauen und wegspeichern, wenn ich sie mir noch nicht leisten kann, um sie später zu bauen und so. Also das Spiel hat genug Möglichkeiten, wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt, dass man eine andere macht und so. Und das kann man dem Spiel nicht hoch genug anrechnen. Diese Second Edition hier, die ist einfach auch vom Spielmaterial einfach ein Traum. Ne? Das Metallgeld ist einfach toll, das Nektar und Ambrosia und die Forschung an diese Seitenwürstchen, wie ich immer zu den Schriftrollen sage. Alles klasse. Ich habe das jetzt mit 3D gedruckten Schalen, damit es schnell auf- und abbaubar ist, noch angereichert. Und ich muss immer wieder sagen, richtig feines, feines Spiel. Ist eins von Locards besten in meiner Hinsicht her, also Empires of the Void 2 ist natürlich immer noch hier, boah, der Klassenprimus. Und dann kommt es relativ schnell, das hier oder Islebound ist auch sehr schön. Die ganzen anderen Line-Lock-Spiele sind auch super, versteht mich nicht falsch, aber verschlafende Götter, da brauchst du halt die richtige Ehefrau, ja, oder die richtige Zeit oder den richtigen Tisch zum Abspeichern. Das funktioniert hier aber leider nicht. Ja. Meine Frau, die schläft immer ein bei sowas gerade und deswegen Spiele, die an einem Abend schaffbar sind, tipptopp. Also ich wollte es mal wieder ins Scheinwerferlicht heben, dieses Spiel, damit ihr nicht vergesst, es gibt es auch. Von mir aus spielt auch die erste Edition, die gibt es auch auf Deutsch, aber die hat halt so ihre paar Makel. Ja. Und die zweite Edition ist halt nie auf Deutsch erschienen und die macht vieles besser und würde das, was das Spiel praktisch so ein bisschen so, warum es nicht so groß im Rampenlicht angekommen ist, halt verbessern. Aber wenn man natürlich das nicht auf Deutsch rausbringt, ne, Schwerkraft, hallo, dann muss man da halt auch sich nicht wundern. Also von daher ist es aber auch gar nicht so schlimm, weil es ist ziemlich sprachneutral. Es steuert sich über Symbole, da steht ab und zu mal ein Titel drauf und diese Beiblätter hier gibt es auf Deutsch, die Anleitung, okay, die kann man ja aus der ersten Edition lesen, ja. Es gibt nicht so viele Sachen, die sich da ändern, außer die Monster, wie die sich verhalten. Aber für Leute, die schöne Optik und 2 Stunden lang auf schöne Bilder starren während dem Brettspielen, ist das eine feine, feine Sache, kann ich nur empfehlen. Wer Lust drauf hat, kann ja das lange Video anschauen, da werden auch die Regeln erklärt und wie man das Spiel rankommt, schwierig. Das ist also, dieses Second Edition ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, vielleicht findet man die im Gebrauchtmarkt, aber wenn, dann wird es ein bisschen teuer wegen dem ganzen Spielmaterial. Von daher, gebt dem Spiel mal eine Chance. Ich hoffe, ich konnte eure Landkarte um ein Spiel erweitern, das ihr nicht kanntet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.